Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Sparks Challenge. Und heute sind wir auch etwas besser dabei. Oh, ich habe hier noch vorhin noch Screenshots gemacht, deswegen stehe ich jetzt auf einmal hier. Screenshots fürs für Thumbnails und so weiter und so fort. Was wollten wir denn? Sag doch mal, ey, da hinten brennt ein Zombie. Hallo. Oh, jetzt hat er sich gelöscht, okay. Wir wollten, glaube ich, letztes Mal, ich muss ja noch mal immer noch mal auf die Liste nebenher gucken. Ich habe übrigens auch die Playlist geupdatet. Das ist jetzt von Circle of Alchemist. Arbeiten viel mit Gronkh.de und so weiter zusammen und sind eigentlich ganz fresche Typen. Steht in der Beschreibung auch der Link. Könnt ihr mal auschecken. Und ja, machen eigentlich auch ganz geile Musik. Deswegen habe ich sie auch gerade laufen. So, pass mal auf. Schneegolem könnte man auch noch bauen. Finde ein Enderportal. Sammle das Enderdrachen. Ah ja gut, das wird dann im Endeffekt noch schwierig werden. In den Nether müssen wir noch gehen. Aber wir müssen jetzt vor allen Dingen erstmal einen Hut und eine Katze müssen wir auch noch zähmen. Das könnte man natürlich auch machen. Sammeln wir noch und holen wir noch ein paar Fische aus dem Wasser, wollte ich gerade sagen. Könnte man eigentlich auch mal machen. Nochmal ein bisschen angeln. Das war etwas langweilig, aber naja. Warte mal. Ich glaube so und so, ne? Ja. Fishing Rod. Ja, dann gehen wir noch ein bisschen angeln hier, ne? Wenn wir nur ein paar Fische raus haben, weil, und dann müssen wir ja den Dschungel noch suchen. Aber dann können wir halt auch mal eine Katze, zähmen und das wäre doch auch mal ganz cool. So. Schauen wir doch mal. Bleiben wir hier mal ein bisschen stehen, angeln mal ein bisschen. Ach ja, die Musik ist dafür eigentlich viel zu aufregend. Hab dich! Ah. Was müssen wir denn eigentlich noch? Wir haben schon. Ich kann das ja hier nebenher mal abhaken. Warte mal. Ich muss es dann natürlich im Auge behalten. Ich kann es sowieso nicht im Auge behalten. Ach scheiße, jetzt habe ich es verpasst. Egal, ich hake das ja erstmal ab. Raw Salmon hatten wir schon, das weiß ich. Clownfisch und Pufferfisch fehlen uns noch, genau. Das weiß ich. Oh, da war ja doch einer drin. Schauen wir doch mal. Aber die können wir hier schon finden. Ne? Also, die sind jetzt nicht irgendwie so, dass es jetzt in bestimmten Biomen keine nur die und die Fische gibt. Aber ich glaube ich eigentlich nicht dran. Glaube ich eigentlich nicht dran. Ich hoffe einfach mal. Und wir beobachten das Wasser. So ein Tag. Zum Angeln ist schon schön. Ich mag halt die neuen Wasserpartikeleffekte, wenn das manchmal so hochspritzt und so. Ist schon cool. Schon cool gemacht. Wieder nur ein normaler Fisch. Na gut, die normalen Fische brauchen wir ja dann für die Katzen, also. Ist es quasi für die Katz. Alter, so viele normale Fische hier. Aber wir brauchen eigentlich nur noch einen Clownfisch und einen Pufferfisch, also. Nun ja. Ich kann ja mal ein bisschen durchblättern durch die Playlist nebenher. Ich habe demnächst noch einen zweiten Monitor hier stehen, da kann ich das nämlich dann on demand machen quasi. Kann ich auch das Aufnahmeprogramm ein bisschen monitoren und so weiter und. Ja, da hat man schon noch ein bisschen was in Planung. Ich scroll einfach mal ein bisschen durch die Playlist durch. Oh, das hört sich geil an. Das hört sich alles geil an. Also es ist halt Circle of Alchemist, ne? Oh, scheiße, das war zu früh. Verkackt. Ich nehme mal ein bisschen. Oh, hier ist noch Skype nebenher auf. Das ist natürlich auch ganz gut. Können wir nochmal nebenher machen. Timer ist da oben. Komm schon, beiß an. Beiß an, du blöder Fisch. Alter, das kann nicht wahr sein. Ja, das wäre eine etwas langweiligere Folge. Ich kann es ja aber auch nicht spulen, das ist ja das Schlimme. Also, ich kann es leider nicht vorspulen. Das wäre regelwidrig. Könnte auch über ein Thema reden, aber heute bin ich irgendwie so zu müde irgendwie. Ich habe da noch ein bisschen was geplant. Wollte auch noch ein Tripwire-Hook, okay? Habe ich einfach mal einen Tripwire-Hook angeht.
Geil. Warum auch immer. Ja, hab da noch ein bisschen was vor, auch noch über ein paar Themen zu reden. Mache ich dann bei einer Runde Hide and Seek oder One in the Chamber oder so. Mal gucken. Wird man alles sehen. Aber auf jeden Fall habe ich da aber auch noch was vor. Seid da auf jeden Fall gespannt und naja, mal gucken, ne? Alter, dieser Kackfisch. Ohne Witz. Da ist er. Ah, okay, da war einer. Das ist ein Pufferfisch, okay. Das ist, glaube ich, so ein Kugelfisch. Ist das, ne? Ja. Aber hier Pufferfisch, oh Gott, das geht voran. Ich finde es ja geil. Und jetzt brauchen wir nur noch einen Clownfisch. Ja, und da bin ich mal gespannt, ob es den nur auf dem Meer gibt oder so. Oder im Meer. Ich weiß es nicht. Aber hier ein Meer zu finden wäre, glaube ich, auch bei der neuen Biom-Generation ist es, glaube ich, relativ schwierig. Wir spielen ja übrigens jetzt auch auf der 1.7.4 schon, ne? Kann man ja hier... 3, Minecraft 1.7.4 ist jetzt das Update rausgekommen. Und ja. Scheiße, es war zu spät. Ich weiß gar nicht, was sich verändert hat. Ich glaube, die haben das mit den Broadcast-Einstellungen nochmal hier. Hier gibt es auch hier jetzt Broadcast-Settings. Kannst du da jetzt auf Twitch broadcasten? Habe ich sogar schon gemacht. Kann ich hier eigentlich jetzt direkt broadcasten, aber. Oh ne, jetzt gerade nicht. Okay, nochmal. Oh, wir haben schon mal einen Pufferfisch. Also der Pufferfisch hat mir ja auch Sorgen gemacht, dass wir den nicht so einfach kriegen, aber gut. So haken sich die Challenges ja natürlich auch nacheinander ein bisschen ab. Also bei manchen hatte ich echt Bedenken, dass ich die gar nicht hinkriege. Oder habe ich immer noch Bedenken. Also zum Beispiel das Enderdrachen-Ei. Ich habe noch nie den Enderdrachen im Vanilla bekämpft, aber das sind natürlich auch Möglichkeiten, die man nutzen kann. Das sind natürlich einfach auch Möglichkeiten, die man mal nutzen kann, um einfach mal sowas zu machen. Braustand und so hatte ich eigentlich, glaube ich, schon mal in Vanilla gemacht. Ich glaube ja. Ich glaube, dass ich das hatte ich schon mal gemacht. Baustände und so und diese Sachen haben wir jetzt auch in Sea of Flames eine ganz große Bedeutung auf einmal. Kann man sich auch mal anschauen, so nebenher mal so eine Werbung. Da geht es ja auch viel um Dungeons und Zauberei und Verzauberung und ja, aber eigentlich bauen wir auch nur ein Haus auf irgendwie momentan, obwohl es eigentlich eine Adventure-Map ist, aber naja. Ja, man baut nur Scheiße. Ich spule weiter gerade. Komm schon, beiß an. Der Himmel. Der Himmel. Sieht ganz cool aus. Irgendwie dahin. Oder vielleicht ist das auch nur mein Monitor, der langsam nachlässt, aber irgendwie. Also ich sehe so in dem Himmel so verschiedene Farben. Also nicht so krasse Farben, so eine leichte Tönung. Ja! Bitch! Bitch! Ja! Geil! Geil! Oh, dann haben wir noch den Clownfisch. Und dann haben wir. Oh, warte. Ich muss es hier nur abhaken. Oh, da haben wir die Fisch-Challenge. Das war ja mein persönlicher Albtraum bisher. Geil, haben wir das abgehakt. Ich freue mich. So, machen wir hier Trophäensammlung. Pass auf. Pufferfisch. Clownfisch und normaler Fisch. Den Raw Salmon hatten wir ja schon in einer anderen Aufnahme gefangen. Also kann ich jetzt hier nicht zeigen. Vielleicht fange ich den irgendwann nochmal, keine Ahnung. Wir nehmen auf jeden Fall die Fische mit. Und ach ja, ich wollte noch Zuckerrohr. Und mit dem Zuckerrohr wollte ich eine Map craften, genau. Den Kompass haben wir schon. Eine Map wollten wir noch craften, damit wir auch ungefähr zurückfinden. Weil, ja, ich könnte jetzt auch alles einpacken und wieder mitnehmen und weiterreisen, aber ich meine, wir sind ja jetzt keine Durchreisenden. Ich überlege, also wenn wir jetzt natürlich ultra weit reisen und dann später hier sowieso nicht mehr herfinden und vielleicht finden wir ja auch ein Villager-Dorf, wo noch der Typ ist rausgelaufen. Wobei, wir müssen ja auch noch das Schwert auf Level 30 verzaubern und ich weiß es nicht. Sollen wir weiterziehen? Und dann wären wir ja wieder auf der Reise und
Was müssen wir noch machen? Finde Nidderwarzen. Ach komm, wir nehmen es nur vorsichtshalber mit, weil im Endeffekt, wir können jetzt ja trotzdem noch Holz holen oder so. Die dann einfach wieder craften. Die Bücherregale haben wir ja hier. Und ja. Das können wir ja dann im Endeffekt trotzdem wieder machen. So haben wir hier 45 Bücher, genau. Die nehmen wir mit. Und dann nehmen wir hier unsere Trophäen mit. Und hier brauchen wir ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie viele brauchen wir denn da? Ich glaube. Man muss die komplett drumherum legen, ne? Ja. Irgendwie sowas. So hier. Und so, genau, haben wir eine Map. Und hier brauchen wir nochmal die Map gerade. Okay, wir sind da. Das ist eigentlich auch unverkennbar. Gut. Was wollten wir mitnehmen? Wir müssen ja noch ein bisschen was mitnehmen. Das müssen wir mitnehmen, das. Die zwei Satte? Keine Ahnung. Irgendwie so. Das Buch nehmen wir noch mit, den Kürbis nehmen wir noch mit. Die Samen. Haha, er hat Samen gesagt. Und dann ist unser Inventar schon voll. Die Leine können wir mal hier lassen. Brauchen wir eigentlich nicht. Das Leder würde ich noch mitnehmen gerne. Okay. Dann lassen wir das. Das Holz lassen wir gerade mal hier. Und dafür nehmen wir die Werkbank noch mit. Und die Leine tun wir hier für den Stock. Okay. So. Dann nehmen wir uns hier nämlich die Leine mit noch. Und unser edles Ross. Und dann reiten wir in die Nacht. So, warte mal. Wir reiten jetzt in die Richtung. In die Richtung? Ja, wir müssen ja auch noch einen Dungeon finden, ne? Also, ich glaube, es ist eine gute Idee, wenn wir jetzt einfach mal hier so ein bisschen in die Wüste reiten. Da hinten sieht es nämlich auch vielversprechend aus. Schauen wir mal. Oh, wo geht's denn hier rein? Nirgendwo. Ist einfach nur so random. Random Loch. So, was haben wir denn für Möglichkeiten? Ihr Alter, leckt das. Boah, das liegt, glaube ich, gerade an dem Pferd so ein bisschen auch noch. Warte mal, hier hinten ist ja auch noch was. Was ist das denn? Ach, das ist... Ist das eine Pyramide? Oh, Ferdinand. Ferdinand. Ferdinand, du musst mal hier bleiben. Ich will nur gerade noch den Zombie töten, damit der hier keinen Radau macht. Alter, das ist ja noch ein kleiner Zombie. Nein, Alter, und das ist noch ein Creeper. Komm mal her. Ja, dich meine ich. So, du bist tot. Da kommt noch ein Zombie. Ich muss hier rein. Nein, du jagst das nicht in die Luft. Hey, kämpft mein Pferd gerade gegen den? Merkwürdig. Ich will hier mal rein. Wie komme ich denn hier am besten runter? Hier, ne? Ja, hier kann ich mich runtergraben. So, was liegt denn hier alles drin? Oh, schön. Loot. Diamond Horse Armor. Wollt ihr mich verarschen? Da liegt doch keine Diamond Horse Armor drin. Wie geil ist das denn? Okay. Irgendwas müssen wir wegwerfen, damit wir uns hier hochstecken können. Nehmen wir hier noch das. So, stecken wir uns hier nochmal hoch. Die Diamond Horse Armor, wie geil ist das denn bitte? Alter. Einfach mal eine Diamantrüstung fürs Pferd. Und wir müssen dann gleich wieder aufhören. Folgenende und so weiter. So, und hier haben wir noch ein paar Level. Und dann haben wir auch bald unsere 30 Level für. Ach, ist das schön. Gold Horse Armor, weiß ich hier. Diamond Horse Armor, was los? Alter. Schon ein bisschen überpowered. Ach, scheiße. Pferd. Go. Was ist das denn? Hilfe. So viel Zombies. Ja, tu dir erstmal weh, Pferd. Na, du hast jetzt eine Diamond Armor. Da geht das ja.
Da geht das. So. Alter. Irgendwie leckt es hart. Aber es liegt, glaube ich, am. Es liegt am Pferd, wirklich. Ich weiß nicht warum, aber. Ach, wir müssen dann wieder Folgenpause machen. Oh mein Gott. Wobei ich eigentlich noch. Was ist das hier? Oh Gott. Alter. Komm nicht klar. Was ist das da? Villager. Ah, Hilfe. Ja gut, dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Da sind Pferde. Da stellen wir uns dazu. Da sind wir sicher. Hallo. Okay, hier passiert uns nichts. Tschüss.